Yo Leute, was geht? Willkommen zu einer Folge auf dem DNX Podcast. Long time no see. Und deshalb wird es höchste Zeit für eine Update-Folge, würde ich mal sagen. Weil die letzte Update-Folge, die war Ende Mai. Ich kann mich noch dran erinnern, unmittelbar nach unserem großen DNX-Event in Berlin mit über 1000 Teilnehmern, was echt ein mega Erfolg gewesen ist, saßen wir, Feli und ich, in unserer Wohnung in Friedrichshain, nehmen wir immer so kurzfristige Wohnung zur Untermiete, wenn wir hier in Berlin sind, und haben die Folge aufgenommen, nachdem wir in der Lagerbox waren, weil Lagerbox ist so unser einziger Storage Room, den wir noch in Berlin haben, wo dann zum Beispiel Eventmaterialien und sowas von uns reinkommen oder irgendwelche warmen Pullis, die wir, wenn, dann nur in Berlin brauchen. Aber mittlerweile sind wir auch nur noch im Sommer in Deutschland, also bleibt er eigentlich die ganze Zeit in der Lagerbox und da müssen wir auch nicht mehr ran. Aber da haben wir die letzte Folge aufgenommen und waren kurz vor dem Aufbruch nach Sardinien. Und Sardinien deshalb, weil wir auf ein anderes Event gefahren sind, diesmal als Teilnehmer, und zwar zum A-Fest von Mindvalley. Vielleicht hast du schon mal von Mindvalley gehört, die machen auch ziemlich coole Sachen. Sachen Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität gepaart mit Unternehmertum sind die sehr, sehr inspirierend. Gerade auch der Founder, der Vishen Lakhani. Und da wollten wir schon immer mal live einchecken auf das Event. Und es hat aber nie so richtig funktioniert mit den Zeiten und mit den Daten. Weil A-Fest ist, glaube ich, zweimal im Jahr und die waren zuletzt in Jamaika, auf Ibiza, also überall auf der Welt sind die A-Fest, und dieses Jahr hat es das erste Mal funktioniert, dass die in Sardinien waren. Also haben wir uns da beworben, man muss sich auch bewerben, und wurden angenommen, als Teilnehmer dabei sein zu dürfen mit anderen richtig erfolgreichen Unternehmern. Social Media Sternchen waren da, Speaker waren da, Coaches waren da, aber alles wirklich so High Level. Und das war echt ein cooles Erlebnis, diese Menschen dann auch alle mal live zu sehen. Also zum Beispiel stand auf der Bühne der Jay Shetty, ist gerade so ein Social Media Wonder, der mega durch die Decke geht mit Millionen von Followern auf Instagram und Facebook. Und das ist ein ziemlich cooler Typ, den ich auch so ein bisschen näher kennengelernt habe dann abends auf den Social Events, der 3 Jahre als Mönch gelebt hat und eine Coaching-Ausbildung hat und das Ganze jetzt part und daraus echt inspirierende Videos macht. Und der hat auf dem Workshop auch einen A-Fest gegeben. Der hat auf dem A-Fest auch einen Workshop gegeben. Und dieser Workshop war richtig, richtig gut. Und da haben wir zum Beispiel auch Leute kennengelernt wie Marissa Pia, die auf dem englischsprachigen DNX-Podcast jetzt auch ein Interview gegeben hat und super inspirierend ist, die mit den krassesten Leuten zusammengearbeitet hat und immer noch zusammenarbeitet. Also echt top-notch. Und die laufen da auf dem A-Fest rum. Und für uns war es natürlich super spannend, die ganzen Leute kennenzulernen und auch aus Veranstalter-Sicht mal zu sehen, wie A-Fest das Event aufgebaut hat. Also es gab ein paar Sachen, die waren ganz cool, also viele Sachen, die meisten Sachen, und waren ein paar Sachen, die sind nicht so cool in unseren Augen, und die machen wir einfach nicht auf den DNX-Events. Und da hat das schon wieder so unsere Perspektive erweitert. Es war ein bisschen anstrengend, weil wir erstmal 5 Tage quasi auf der Fläche beim DNX-Event waren und dann direkt 2 Tage, 3 Tage später auf das A-Fest geflogen sind, wo dann auch quasi Talks gewesen sind, Workshops, abends die Networking-Events, also wenig Schlaf, viel Energieaustausch, aber auch mega spannende Connections. Und ja, wenn wir eins gut können, dann ist es mit anderen Leuten connecten. Unser Netzwerk hat sich auf jeden Fall wieder sehr erweitert. Und ich habe das ehrlich gesagt am Anfang von meiner Selbstständigkeit auch ein bisschen unterschätzt, wie hilfreich und wie potent so ein großes, ehrlich geführtes und gepflegtes Netzwerk später sein kann und wie sehr uns das jetzt auch hilft. Also ich kann jedem nur empfehlen, das haben wir am Anfang auch gemacht, viel auf kostenlose Meetups zu gehen, auf Networking-Events, gerade in Berlin zum Beispiel gibt es viel, oder an Digital Nomad Hotspots wie Chiang Mai oder Medellin. Wenn du die Chance hast, geh auf diese Networking-Events, komm zu DNX nach Lissabon. Die ist jetzt Ende September, am 22. September. Ich bin schon mega, mega, mega pumped. Und nutze diese Chancen, neue Kontakte zu knüpfen, wo du vielleicht in dem Moment gar nicht weißt, wofür der gerade gut ist, dieser Kontakt. Aber in der Zukunft hat sich das schon so oft rausgestellt, dass wir ja gerade aufgrund von diesen Verbindungen, den Kontakten dann wieder neue geile Sachen anschieben konnten, oder man hilft sich gegenseitig
Und es ist einfach Gold wert, ein gutes Netzwerk zu haben. Alright, also, gedanklich sind wir jetzt Anfang Juni beim Elfest in Sardinien. Und das ganze Elfest stand unter dem Stichwort Longevity. Und Longevity heißt Langlebigkeit. Und Sardinien ist eine von den wenigen Blue Zones auf der ganzen Erde. Ich glaube, es gibt ungefähr eine Handvoll Blue Zones. Und Blue Zones sind Areas on Earth, wo Menschen besonders lange leben. Zum Beispiel in Japan ist noch eine Blue Zone. Ich glaube, auf Sardinien. Und bevor ich jetzt Quatsch erzähle, sage ich lieber nicht mehr, wo ich vermute, wo die anderen Blue Zones jetzt gewesen sind. Aber es ist ganz spannend, weil da natürlich dann investigated wird, warum, was machen die Menschen anders als zum Beispiel die Menschen in Westeuropa, in Deutschland, in den USA, wo fast die Hälfte der Menschen Burnout gefährdet sind aufgrund von unserem System. Und in Sardinien ist zum Beispiel so, dass Community eine große Rolle spielt. Also, dass die Menschen sehr starke Dorfgemeinschaften haben, wo sich gegenseitig geholfen und unterstützt wird und niemand fällt da irgendwie durch das Netz oder durch das Raster. Und deshalb werden die Menschen da besonders alt. Und unter dem Gesichtspunkt standen auch die Talks. Da war auch ein krasser Biohacker am Start. Ich komme gerade nicht auf den Namen, aber auch aus den USA eine Größe. Aber der geht halt mehr so in das technische Biohacking. Was ich cooler finde, ist organisches, veganes Biohacking, wie zum Beispiel mit dem Robin Stolberg, die Podcast-Folge, die ich vor 2-3 Wochen hier aufgenommen habe. Da waren wir schon wieder in Berlin und die auch auf dem DNX-Podcast live gegangen ist. Lass mich mal kurz überlegen, ob ich auf den Namen komme von dem Ami, der den Biohacking-Talk gegeben hat, weil der war im Grunde schon inspirierend, aber halt nicht so mein. Ben Greenfield kennen bestimmt auch einige. Der war live on stage. Dann, wie gesagt, Jay Shetty, Vishen Lakhani sowieso und noch ein paar andere Forscher, Speaker, Workshop-Referenten. Was super spannend war, war, dass wir mit dem COO von Mindvalley, dem Eric Strauss, vorher so eine Mastermind-Session gehabt haben, bevor das eigentliche A-Fest losgegangen ist. Also es war auf jeden Fall sehr, sehr inspirierend und kann ich at least einmal im Leben empfehlen, auch ein A-Fest mitgemacht zu haben. Ja, und als wir dann in Italien waren, also von da sind wir dann weiter nach Österreich. Wir haben dann so eine kleine Roadshow im Süden von Europa oder in Europa geplant und sind dann weiter nach Österreich ins Hotel Sonnhof. Dazu haben wir auch eine Folge aufgenommen. Da ist ein Ayurveda-Resort, also ein Sonnenhof, Ayurveda-Resort nennt sich das. Ja, und da hatten wir dann ayurvedische Massagen, hatten ayurvedisches Essen, sind ein bisschen runtergekommen, es war viel Grün, es war viel Natur, man konnte voll weit gucken und Österreich hat uns irgendwie so richtig, richtig gut gefallen. Gerade diese Ecke von Österreich, wir waren auch an so einem See, ich glaube am Hintertiersee hieß der und wir können uns vorstellen, Feli und ich, dass Österreich quasi unsere dritte Base für den Sommer werden kann. Eine Homebase haben wir jetzt in Brasilien Ende des Jahres, die andere Homebase ist auf Kopangan. Und so als dritte Base Österreich, ich glaube, das könnte passen. Gerade auch, weil wir danach dann noch den Vergleich zur Schweiz hatten, wo ich gleich drauf komme. Aber erstmal sind wir dann vom Ayurveda Resort weiter nach Tamanga in den Süden von Österreich. Also sagen wir mal so im Südosten von Österreich, an der tschechischen Grenze war das. Und da gibt's so eine Kommune, die der Dr. Rüdiger Dahlke aufgebaut hat. Und die nennt sich Tamanga. Also es sind Selbstversorger. Es werden eigenes Gemüse, eigenes Obst angebaut. Und es ist auch mitten in der Natur. Man kann richtig weit gucken. Und Rüdiger hat uns zu einem Workshop eingeladen im Tamanga. Und der Workshop stand unter dem, Gesichtspunkt. Stand unter dem Oberbegriff Herzensmeditation. Und da war zum Beispiel verbundenes Atmen drin. Rüdiger Dahlke hat Lectures gemacht zu dem Thema Meditation, Achtsamkeit. Und das Ganze war verbunden mit einer Woche Rohkosternährung. Und Rohkost ist super, super gesund, gerade auch zum Detoxen. Und es war einfach das geilste Essen ever. Es war so schön in Tamanga und das Essen war so lecker, dass ich da echt sehr, sehr gerne dran zurückdenke. Und wir haben mit Rüdiger auch zwei krasse Interviews gemacht, die schon viel diskutiert sind. Rüdiger an sich ist auch jemand, der schon sein Leben lang seine Wahrheit gesprochen hat. Und von daher war das auch für uns sehr inspirierend, ihn mal live
näher kennenzulernen. Und ich verlinke euch in den Shownotes das Interview mit Rüdiger Dahlke, das ich auch schon hier auf dem Podcast live gegangen ist. Und Rüdiger Dahlke ist ein Alternativmediziner, der schon immer der Zeit sehr weit voraus gewesen ist, in sämtlichen Aspekten der Lebensanschauung. Also hört euch das Interview einfach mal an. Ich kann es nur empfehlen, es ist richtig, richtig geil. Auch alle anderen Sachen, über die ich hier rede, das Ayurveda-Resort, das A-Fest, verlinke ich alles in den Shownotes. Und von Österreich sind wir dann, ich glaube, das ist jetzt so Mitte Juni, wo wir uns befinden, Ende Juni, lass mich mal in den Kalender gucken, dass ich hier keinen Quatsch erzähle. Tamanga nach Zürich. Genau, dann sind wir nämlich in die Schweiz, Mitte Juni am 19. nach Zürich. Erstmal haben wir noch den Car Sundance getroffen auf so einem Hof, auf so einem Selbstversorgerhof, der auch ganz in der Nähe vom Tamanga ist. Und das war natürlich super cool, Car und Kati plus die 6 Kiddies zu treffen. Car ist mittlerweile ein richtig guter Freund von uns geworden. Und da haben wir dann auch nochmal so quasi so einen Tag eingecheckt zum Mastermind und zum Hallo sagen, bevor wir dann weiter nach Zürich sind und haben in Zürich, am Züricher See, gewohnt, in so einem Mini-Mini-Kaff, in einem Airbnb, wie hieß das? Terwil oder so. Und da haben wir dann Baha und Jeffrey getroffen. Baha und Jeffrey waren dieses Jahr auf dem DNX-Event auf der Bühne, haben eine mega Performance hingelegt. Und die haben uns nach Österreich eingeladen. Es war einfach ein richtig, richtig schöner Abend. Wir waren zusammen essen. Und was ich gemacht habe, habe die beiden direkt für nächstes Jahr für die DNX 2019 eingeparkt. Yes! Also Baha und Jeffrey sind wieder mit am Start. Ja, Österreich ging es weiter zum Pablo. Der hat der hat was Krasses aufgebaut. Der hat den Basler Psi-Verein aufgebaut und Psi Online. Das ist so das Online-Steckenpferd, Online Dependance von dem ganzen Imperium, was er aufgebaut hat. Und er bringt richtig heftige spirituelle Menschen auf die Bühne. Zum einen auf seinem Flow Summit, dann hat er auch noch ein Online Summit, also Live-Event, Flow Summit. Und dann hat er auch Online-Kurse, wo Leute am Start sind wie Deepak Chopra, Neil Donald Walsh, Joe Dispenza. Also er bringt die alle in den deutschsprachigen Markt. Und es war natürlich super spannend, mit dem Pablo da auch zu Mastermind. Und hatten zwei richtig coole Tage mit Pablo in Basel. Genau, da waren wir in Basel in der Schweiz. Und von Basel aus sind wir Ende Juni dann nach Berlin. Und da ging dann quasi der Wahnsinn weiter. Also du merkst, so nach der DNX haben wir nicht wirklich eine Verschnaufspause gehabt, weil so viel los war. Aber das ist auch immer eine Phase, die ist auch gut und wichtig, weil wir ja sonst so doch ziemlich remote für uns irgendwo leben und arbeiten in Brasilien oder auf Kopangan und da mit anderen Leuten einchecken. Und jetzt in Europa haben wir dann mit vielen Unternehmerfreunden eingecheckt und haben viele One-on-One-Meetings gehabt und gemastermindet und Skype-Calls gehabt, wie zum Beispiel mit der Mara Stix, die nächstes Jahr dann auch auf die DNX kommt. Wir haben uns mit dem Thomas Jacke getroffen, ich habe mich mit dem Philipp Siefer von Einhorn getroffen, mit der Laura, die hat uns zu sich nach Laura Seiler zu sich nach Hause eingeladen, mit dem Timon habe ich eingecheckt. Ja, gestern noch mit dem Christoph Fahle vom Beta-Haus mich getroffen, hier im Daluma. Und sind dann in den Park gegangen. Heute treffen wir uns mit der Yvonne Schönau, die auch nächstes Jahr bei der DNX auf der Bühne stehen wird. Also full on, full power hier in Berlin. Ein Treffen nach dem anderen. Und nebenbei natürlich volle Kanne weiter an unserem Business gebaut und gearbeitet. Also es ist gerade eine sehr extreme Phase. Aber ich merke so, was mir gefehlt hat, oder nicht gefehlt hat, aber was ich schon immer abgefeiert habe, wenn ich in großen Städten war, war das Fitnessstudio, das Gym. Und da kann ich nur den Urban Sports Club empfehlen. Das ist eine App, die kannst du immer wieder auf Pending stellen, wenn du unterwegs bist. Aber wenn du in der Stadt bist, die funktioniert zum Beispiel in Berlin, die funktioniert in Düsseldorf, ich ziehe nämlich jetzt bald weiter ins Rheinland, kannst du da in der Auswahl von Fitnessstudios, zum Beispiel Fitness Company ist dabei, oder Homesplace, kannst du dann in den Studios einchecken. Ich bin jetzt in so einem Oldschool alten Pumper-Gym, fit am Rosenthaler Platz heißt das, aber ich mag es einfach so basic und raw und auch mal so einen Durchschnitt durch die Gesellschaft zu haben, an Leuten, die dann neben mir in der Sauna sitzen. Und das ist einfach geil. Ich mache gerade jeden Tag Sport, bin wieder am Pumpen, bin super motiviert. Und das gibt mir den nötigen Ausgleich, um dann im Business wieder voll on zu sein und bei den ganzen One-on-One-Meetings, die wir haben.
Wir haben zum Beispiel auch eine neue Masterclass aufgenommen mit Silvia Christmann hier live in Berlin in unserer Wohnung am Rosenthaler Platz, beziehungsweise Rosa-Luxemburg-Platz, das ist eher, wo wir hier gerade sind, mitten in Mitte. Und die geht jetzt auch bald live. Also wenn du die nicht verpassen willst, geh auf jeden Fall auf dnxmasteryourlife.de. Den Link haue ich auch nochmal in die Shownotes. What else? Ja, in Berlin hat mich dann der K. gefragt, ob ich nicht einen Vortrag, so einen, wie nennt man das, Impulsvortrag, glaube ich, war das sowas in der Art, was ich gemacht habe. Auf jeden Fall sehr impulsiv und mit viel Energie in Berlin auf einer Mastermind, die er organisiert hat. Und das hat auf jeden Fall auch mega, mega, mega viel Spaß gemacht, beim K. dann da diesen Vortrag zu geben. Also wir waren echt gut busy und gut ausgelastet. Letztes Wochenende, beziehungsweise letzte Woche Freitag, sind wir nämlich dann noch zum Matthias Cebolla gefahren, der ein Heilpraktiker ist und viel nach der Methode vom Dr. Klinghardt arbeitet, und haben da einen kompletten Check-up machen lassen. Waren da also dann auch wieder von Berlin nach Bamberg unterwegs, sind dann abends mit dem ICE wieder zurück nach Berlin gefahren. Den Dr. Cebolla verlinke ich euch auch in den Shownotes. Der macht richtig, richtig, richtig wertvolle Arbeit. Und den zum Beispiel haben wir auf dem Mastermind-Event vom Car Sundance kennengelernt. Also du siehst, es lohnt sich wirklich, immer wieder auf diese Events zu gehen, zu connecten, mit anderen ins Gespräch zu kommen, weil sich daraus dann wieder coole Sachen für dich ergeben. Wir wollten schon immer mal so ein wirklich so ein Conscious Check-up, sage ich mal, in Deutschland machen. Und dann ist Matthias mit seiner Frau Dani, die wirklich super liebenswert sind, in unsere Welt gekommen. Und eine Woche später oder zwei Wochen später waren wir dann schon in Bamberg und haben da eine super coole Zeit gehabt. Und er hat mit uns da gearbeitet in seiner Heilpraxis. Und das war super, super inspirierend. Ja, du siehst, viel passiert. What else? Lass mich erstmal gucken. Ja, wenn wir in Berlin sind, checken wir auch immer unsere Blutwerte. Die sind alle soweit in Ordnung. Gerade als Veganer sollte man immer darauf achten, dass man genug B12 und Eisen hat. Was wir noch gemacht haben hier in Berlin, ist, wir waren beim lieben Bernhard bei der Kiez-Hypnose. So ist eine Hypnosepraxis. Und er kann über so Traumreisen, Limiting Beliefs und alte Glaubenssätze, Blockaden auflösen. Und Bernhard wird nächstes Jahr auf der DNX auch einen Workshop geben. Also ein super, 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 super inspirierender Typ. Einfach auch eine krasse Ausstrahlung. Ein geiler, voll tätowierter, cooler Dude, der eine riesen Expertise im Bereich Hypnose und Hypnosetherapie hat. Also ich glaube, sein Klassiker ist, dass er Raucherentwöhnung macht und mit einer 20-Minuten-Hypnosesitzung erreichen kann, dass du nie wieder im Leben rauchen willst. Den Link haue ich dir auf jeden Fall auch in die Shownotes, wenn du dir anschauen willst, was der Bernhard alles für geile Sachen macht mit seiner Kiez-Hypnose und seiner Hypnobox. Das ist nämlich eine App, die bald rauskommt. Dann dann check auf jeden Fall den Link aus. What else? Mara Sticks am Start, DNX 2019. Bernhard gibt einen Workshop, habe ich gerade gesagt. Tobias Beck ist am Start, wird live auf der Stage stehen. Checkt einfach am besten mal aus. Unter dnxfestival.de findest du alle Infos zu dem DNX-Event nächstes Jahr. Pfingsten sind schon hunderte von Tickets weg. Und noch gibt es die Tickets zum Early Bird. Wir wissen nicht, wie lange. Wir haben immer nur ein bestimmtes Kontingent. Aber wenn du dich früh committest, wirst du dafür auch immer belohnt. Und ich kann dir sagen, es ist ein Event, das wirst du nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen werden. Vergessen. dnxfestival.de, wo ich gerade die Domain erwähnt habe, fetter Milestone für uns. Wir haben ja immer das Problem und das Chaos gehabt, dass wir sehr organisch in alle Richtungen gewachsen sind. Wir haben angefangen mit den Konferenzen, die jetzt die Festivals sind. Dann haben wir dnxcamps gemacht. Dann haben wir eine Jobbörse gestartet. Dann haben wir die Academy gestartet. Wir haben dnxrucksack am Start. Wir haben den Podcast am Start. Wir haben eine Riesenwelt. Wir haben die Toolboxen, dnxtools.de und dnxtools.net, riesen dnxwelt aufgebaut. Und alles auf unterschiedlichen Domains. Weil das nie so geplant war. Also hatten wir dann immer die Domain DNX Berlin für das Event oder dnxfestival.de für das Festival dann. Dann die dnxcamp.com für die Camps, die dnxacademy.de für die Academies, dnxrucksack.de für den Rucksack, dnxpodcast.de für den Podcast. Und das war alles gerade aus SEO-Sicht nicht sehr smart aufgesetzt. Auf der anderen Seite haben wir gesagt, Lean Startup Approach, wir wollen schnell und agil sein und setzen jetzt einfach ein Ding nach dem anderen aus und ziehen das dann später irgendwann mal gerade. Und jetzt ist so der Moment gekommen, wo
ich nochmal versucht habe, eine geilere Domain zu bekommen. Aber du kannst dir vorstellen, eine Three-Letter-Domain, also dnx.com, dnx.net, dnx.org, die ist unheimlich teuer. Die dnx.com, da wollte der Inhaber 250.000 Euro für haben. Eine Viertelmillion, das musst du dir mal wegtun. Und das hat jetzt ein Krypto-Startup, glaube ich, gekauft, die ein ICO damit machen. Aber was funktioniert hat, nach langen Verhandlungen haben wir die dnx.net in unserem Besitz. Yes! Und das ist ein richtig, richtig heftiger Milestone, weil ich mir das seit Jahren schon visualisiert habe, gerade weil ich aus dem Online-Marketing-Bereich komme, aus dem SEO-Bereich, dachte ich so, boah, das ist irgendwie nicht State of the Art, was du da machst. Aber wir hatten nie das Geld und die Ressourcen, uns so eine krasse Domain zu kaufen wie dnx.net. Und ja, 2018, fetter Milestone, Sommer. Wir haben da jetzt gerade erst noch eine Weiterleitung drauf, aber das Ziel soll sein, im Herbst dann zu launchen mit der kompletten DNX-Welt auf einer Domain. Also da findet man dann die deutschen DNX-Festivals, die englischsprachigen DNX-Festivals, die spanischsprachigen DNX-Festivals, die deutschsprachigen Camps, die englischsprachigen Camps, den deutschsprachigen DNX-Podcast, den englischsprachigen DNX-Podcast, die deutschsprachige Academy, vielleicht machen wir bald auch noch englischsprachige Kurse, den DNX-Rucksack, unsere Tool-Liste, das DNX-Wiki, also eine Q&A, alle Ressourcen und alles, was zur DNX-Welt gehört, wirst du bald auf dnx.net finden können. Und das excited mich echt so richtig, 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 richtig dolle. Ja, was haben wir noch? Lass mal checken, das war so viel. Aber ich habe gesagt, so ist höchste Zeit, wenn ich jetzt die Folge nicht mache, dann kann ich das nie mehr aufcatchen. Und ich weiß, dass viele Leute interessiert, was Feli und ich so treiben und dann immer wieder anfragen, ob es uns gut geht, weil es noch lange keine Update-Folge gab auf dem Podcast und hier ist jetzt die Update-Folge. Ich habe euch gewarnt, das ist viel. Auf jeden Fall habe ich mich auch noch mit dem Fabian Völsch getroffen von Brain Effect und Fabian gibt auch nächstes Jahr auf der DNX einen Workshop, ein krasser Biohacker, der echt so Pionierarbeit leistet hier in Deutschland im Thema Biohacking. Dann haben wir uns noch mit dem Daniel Sayongs getroffen, der unter anderem das Online-Marketing von Tobias Beck macht, also ein richtig smarter Typ. Und der gibt nächstes Jahr auf der DNX auch einen Workshop. Super spannendes Treffen. Den Niraj habe ich getroffen. Niraj kommt aus UK, glaube ich, indische Wurzeln, haben wir auf Kopangan kennengelernt und gibt einen Workshop auf der DNX in Lissabon zum Thema Soma Breathing. Und der hat direkt mit Wim Hof gelernt, also auch ein super inspirierender Kerl, mit dem ich Freund geworden bin, den ich hier in Berlin getroffen habe. Wen haben wir noch getroffen? Aus unserem Team haben wir ein paar Leute getroffen. Dann, super heftige Connection, habe ich den Vater von Vitalik Buterin kennengelernt. Und bei einigen, gerade die Leute, die in der Krypto-Szene unterwegs sind, klingeln jetzt vielleicht die Glocken. Vitalik Buterin ist niemand geringerer als der Gründer, der Founder, der Creator von Ethereum, also der zweitgrößten Kryptowährung der Welt. Und den Dimitri habe ich auf dem A-Fest kennengelernt. Der war in Berlin und habe dann noch zweimal mit dem Dimitri Buterin, dem Vater von Vitalik, quasi hier Check-ins gemacht. Und es ist auch einfach eine wundervolle Seele, der sich viel mit Persönlichkeitsentwicklung und Persönlichkeitserweiterung, Consciousness Altering beschäftigt und von dem ich viel, viel lernen konnte. Also der viel Weisheit in sich trägt, viele Sachen von Eckhart Tolle liest und dann auch in sein Leben implementiert. Und das war natürlich spannend, mit ihm zu philosophieren und zu lernen, ja, wo es in Zukunft hingeht und was es für die Welt, für die ganze Welt bedeutet, dass das Thema Blockchain gerade überall aufkommt und dass die Blockchain nie wieder weggehen wird und dass in 20 Jahren die Leute wahrscheinlich die Fiat-Währung, den Dollar und den Euro belächeln werden, weil Bitcoin und Blockchain so einen großen Platz bei uns in unserem Leben eingenommen haben werden. Und es ist einfach heftig, was das alles verändert und wie viele neue Chancen die ganze Kryptowelt und die ganze Blockchain-Welt uns eröffnet. Und es ist einfach so krass, dass wir jetzt zu dieser Zeit 2018 auf der Erde sind, dass wir hier inkarniert sind und das hat einen Sinn. Du bist nicht ohne Grund hier. Und das ist, um diesen krassen Wandel mitzumachen, der gerade auf allen Ebenen passiert. Wir disrupten ja gerade den Way of Work, also die Zukunft der Arbeitswelt. Aber wir nehmen ja auch auf die Events die Themen Gesundheit, Ernährung, Spiritualität, Education,
Finanzsystem und in allen Bereichen bröckelt es gerade. Alte, veraltete Konventionen werden hinterfragt, werden disrupted, werden weggeschmissen und völlig neue Konzepte, die dem Menschen wieder mehr Freiheit und Selbstbestimmung geben, werden gerade implementiert. Und das macht einfach so viel Spaß, Teil von diesem Wandel zu sein und Teil von dieser krassen Bewegung, die wir mit der DNX-Bewegung ja auch mit angestoßen haben. What else? Thomas Jakel haben wir getroffen. Viele kennen ihn aus der DNX Academy. Wir haben den Robert Gladitz getroffen und sind eigentlich full on. Ja, in Berlin haben wir auch noch getroffen den Kyle, den haben wir auf Copangan kennengelernt, kommt aus Kalifornien und der mit dafür verantwortlich ist, dass ich dieses Jahr das erste Mal zusammen mit Feli auf den Burning Man gehe. Wir haben den Rich getroffen, einen Schamane, der mir mein Tattoo gestochen hat auf dem linken Unterarm. Der ist auch gerade in Berlin am Start und ich freue mich schon total. Den Tobi treffen wir morgen, den Kambo-Tobias. Mit dem haben wir auch eine Folge hier auf dem Podcast gemacht. Mit dem gehen wir nämlich morgen und da treffe ich dann auch den Kyle auf die auf das Eclipse Gathering. Morgen Abend ist nämlich ein Mondfinsternis, ich glaube die längste des Jahres, lass mich nochmal, oder des Jahrhunderts, warte mal, lass mich nochmal checken, dass ich hier keinen Quatsch erzähle. Ich meine, Felis Eltern schreiben nämlich manchmal auch E-Mails über so coole Ereignisse. Totale Mondfinsternis am Freitag, genau, und dann habe ich denen gesagt, dass wir auf dem Drachenberg sind in Berlin. Und ich glaube, das wird ganz magisch. Also wir haben heute Donnerstag, wo ich das gerade aufnehme. Und morgen, Freitag, 27. Juli, ist die längste Mondfinsternis des Jahrhunderts. Krass, oder? Boah, alright. Ich glaube, ich kann nicht mehr. 27 Minuten habe ich jetzt hier gelabert, habe euch abgeholt in den Status Quo, Stand jetzt Ende Juli, wo wir gerade sind. Wir haben jetzt gerade auch nochmal eine Kampagne gestartet für die DNX Lissabon. Da schließen wir bald den Early Bird Preis. Also wenn du Bock hast, mich live zu treffen, dann komm am 22. September, das ist schon in weniger als 8 Wochen, nach Lissabon, Portugal, wo wir das DNX Festival haben mit den krassesten Speakern, unter anderem auch Conny Bisalski on Stage, Nadav Wilf und Hannah Dixon. Richtig krasse Workshop am Start, wie zum Beispiel Sound Healing mit einem Schaman, dem Davide, den wir auch auf Kupangan kennengelernt haben. Es wird das Soma Breathing geben, es wird Krypto-Workshops geben, es gibt Workshops zur Flag Theory, also wie du dich unabhängig von Staaten und Autoritäten aufstellen kannst. Es wird einfach ein richtig geiles Event. Es hat letztes Jahr so viel Spaß gemacht und wenn du Bock hast, dann geh jetzt auf dnxfestival.com und sicher dir eins der letzten Tickets für das DNX-Festival in Lissabon am 22. September, wo ich auch mit am Start bin. Und um den Gap jetzt noch zu schließen zwischen September und jetzt, ist es so, dass wir nächste Woche ins Rheinland fliegen, zu Felix' Eltern erstmal nach Köln und die wohnen in der Nähe zwischen Bonn und Siegburg, da erstmal ein paar Tage einchecken, dann nach Düsseldorf gehen, da wohne ich in der Wohnung von meinem Bruder, weil der ist gerade mit seiner Frau in Kanada unterwegs. Sind dann eine Woche in Düsseldorf, haben da auch nochmal eine heftige Session mit der Ellen Michels am Samstag, treffen dann nochmal kurz meinen Bruder, der zurückkommt und fliegen dann Mitte August nach Los Angeles, nach LA, Kalifornien. Und Kalifornien, da mache ich dann auch nochmal ein paar Folgen zu, da checken wir in das Outside ein, Outside CO, ein krasses Co-Living-Projekt von einem Freund von uns, von dem Emanuel, um danach auf den Burning Man zu gehen. Yes, das erste Mal in meinem Leben Burning Man. Ich bin so pumped. Da haben wir auch ein Zelt. Ein Zelt haben wir natürlich auch, eine Jurte. Aber auch ein geiles Camp, ein Conscious Camp, wo es veganes Essen gibt und Workshops den ganzen Tag. Also spannende Unternehmer am Start sind. Und wenn alles funktioniert, gehen wir dann auch noch Mitte September am 12. auf das Bhakti-Fest im Joshua Trees Nationalpark in Kalifornien und fliegen dann von da aus direkt nach Lissabon auf unser eigenes DNX-Festival, um nach dem DNX-Festival nach Brasilien zu fliegen. Yes, du siehst, auch wenn du lange nichts von mir gehört hast, mir wird auf keinen Fall langweilig. Ich bin gut ausgelastet, bin gut beschäftigt, bin so dankbar, in diesen Zeiten leben zu dürfen. Ich bin so dankbar für mein
für mein Abo beim Urban Sports Club. Ich bin so dankbar für das Fitnessstudio, wo ich heute auch wieder einchecke, und all die Freunde, die wir die ganze Zeit treffen. Ich freue mich auf das Meeting heute Abend mit der lieben Yvonne und freue mich auf alles, was noch kommt. Bin dankbar für alles, was in mein Leben gekommen ist. Bin dankbar für unser DNX-Team, wo wir heute auch nochmal einen Call hatten mit der lieben Nathalie, die bei uns jetzt im Team gearbeitet hat und nochmal so Feedback gegeben hat, wie es für sie gewesen ist. Und es fühlt sich einfach so gut an, zu wissen, man ist auf dem richtigen Weg, man macht Sachen, die die Welt verändern, man inspiriert damit andere Leute, man erreicht damit andere Leute, hoffentlich auch dich über diesen Podcast. Und wenn du Bock hast, mir Feedback zu geben oder etwas Liebe für den Podcast zu geben, dann würde ich mich freuen, wenn du auf iTunes gehst und dort den Podcast mit 5 Sterne bewertest, weil das hilft, dass der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird und noch mehr geile positive Vibes in diese Welt hinaus gestreamt werden. Alright, liebe Leute, that's it. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace and out. Hey du. Ja, genau du. Tausend Dank für deinen ongoing Support vom DNX Podcast und fürs Zuhören. Und am Ende von dieser Podcast-Folge möchte ich dich gerne kurz in meine Welt der globalen DNX-Bewegung einladen. Und los geht's mit der kostenlosen DNX-Facebook-Community. Die DNX-Community ist für alle angehenden digitalen Nomaden und alle anderen Podcast-Hörer und Freigeister, die Bock auf einen nachhaltigen und holistischen Lifestyle haben. Die DNX-Facebook-Gruppe ist von 0 auf mittlerweile über 13.000 Mitglieder gewachsen. Und ich bin jeden Tag persönlich in der Facebook-Community am Start, beantworte Fragen und helfe, wo ich kann. Die kostenlose DNX-Facebook-Community findest du unter www.dnxcommunity.de. Und jetzt kommt's. Das Event, mit dem alles angefangen hat, ist das DNX-Festival in Berlin. Wir erwarten dieses Jahr im Mai 2018 über 1000 gleichgesinnte und motivierte Freigeister, die die Welt verändern. Für mich ist die DNX echt immer das Highlight meines Jahres und einer der wenigen Momente, wo ich mich auch wirklich darauf freue, nach Deutschland zurückzukommen. Und ich verspreche dir, du wirst die Tage auf dem DNX-Event nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen. Die DNX verändert dein Leben. Wenn du das nicht nur 10-mal gesehen, nicht nur 50-mal, nicht nur 100-mal, nicht nur 500-mal, schon über 1000-mal habe ich gesehen, dass Leute transformiert sind, nachdem sie auf einem von unseren Events gewesen sind, sei es bei den Konferenzen, sei es bei den Camps, sei es über den Podcast, sei es über die Academy, sei es über die Facebook-Community, wie auch immer, so inspiriert geworden sind, dass sie alles daran gesetzt haben, auch ortsunabhängig arbeiten zu können. Sich selbstständig gemacht haben, ihren alten Job gekündigt haben, angefangen haben, das erste Geld zu verdienen, on the road gegangen sind, und jetzt treffen wir all diese Tausende von Leuten von unserer DNX-Community in den digitalen Nomaden-Hotspots auf dieser ganzen Welt. Also sei es jetzt in Bangkok, in Chiang Mai, in Medellin, in Barcelona, in Bangkok, in Berlin, in Lissabon. In den Nomad-Hotspots dieser Welt trifft man die Leute, die auch vorher auf einem Event von uns gewesen sind und dann auf die Reise gegangen sind und aus ihrem konventionellen 9-to-5-Leben ausgebrochen sind. Ich freue mich auf dich, wenn wir uns persönlich im Mai auf der DNX sehen und wenn das dann dein Start in dein neues Leben ist. Alle Infos zu den Speakern, Workshops und Tickets zu DNX findest du auf www.dnx-berlin.de. Wir haben auch vergünstigte Tickets für Schüler und Studenten am Start. Weiter geht's mit dem kostenlosen DNX Newsletter. Und wenn du dich für unseren Newsletter anmeldest, teile ich mit dir meine 7 Erfolgsgeheimnisse. Meine 7 Erfolgsgeheimnisse auf dem Weg zum ortsunabhängigen Unternehmer, der von der ganzen Welt aus arbeiten kann. Jede Woche bekommst du den DNX Spirit und richtig wertvolle Inhalte in deine Inbox. Die Anmeldung zum DNX Newsletter findest du unter www.dnxnews.de. Die DNX Academy ist deine Plattform für transformierende Online-Kurse in den Bereichen Online-Business, Gesundheit, Fitness, Mind and Soul. Die Academy-Plattform ist dein number one place to go, wenn du spürst, da geht noch mehr in dein Leben. Wir holen nur die allerbesten Experten in die Academy und teilen unser Wissen mit dir in einer der kostenlosen Masterclasses. Durch unsere DNX-Events haben wir Zugang zu den besten Speakern und zu den besten Experten,
zu den Themen Online-Business, Gesundheit, Fitness, Mind and Soul und holen die dir kostenlos, diese Experten kostenlos in die DMX Academy. Check also jetzt die kostenlosen Online-Kurse unter www.dnxacademy.de. Weiter geht's mit dem internationalen englischsprachigen DMX Festival im September 2018 in Lissabon. Lissabon ist in Portugal und auch ein digitaler Nomaden-Hotspot. Und das ganze Event wird mit Speakern und Teilnehmern aus aller Welt stattfinden. Letztes Jahr in Lissabon hatten wir Teilnehmern aus über 50 verschiedenen Nationen und Ländern auf dem DMX Festival am Start. Leute fliegen aus aller Welt ein und wir haben nur die allerbesten Speaker auf dem DMX Main Event, auf der DMX Main Stage und haben neben dem Main Event natürlich auch wieder viele Pre-Events, haben eine fette Party, haben Meetups in der ganzen Stadt. Also wir übernehmen als DJ Nomads komplett Lissabon und haben natürlich auch wieder einen Workshop Day mit, ich glaube, über 20 Workshops, wo wir dann noch tiefer in die verschiedenen Themen der digitalen Nomadenwelt einsteigen. Also, save the date. Alle Tickets und alle Infos, alle Speaker findest du unter www.dnxglobal.com und das ist unser fettes internationales Event, das immer im September in Lissabon in Portugal stattfindet. Next, wir haben jetzt auch einen englischsprachigen DNX-Podcast mit einem Native-Speaking-Host am Start. Das heißt, nicht mehr ich werde mir ein abbrechen und versuche, Englisch zu sprechen mit den Leuten, sondern wir haben die liebe Silvia Christmann am Start, die in New York und überall auf der ganzen Welt groß geworden ist, aber Englisch flüssend und native speak, hätte ich fast gesagt, spricht und deshalb der perfekte Podcasting-Host ist. Und der DMX-Podcast auf Englisch ist jetzt ganz frisch an den Start gekommen. Es gibt schon die ersten Episodes, die ersten Folgen und es sind einfach richtig, richtig, richtig geile Menschen, die da auf dem DNX-Podcast gefeatured werden und den englischsprachigen Podcast am besten direkt subscriben, auch eine Bewertung abgeben. Damit nehmt ihr automatisch an einem Gewinnspiel für Tickets für die DNX Lissabon und die DNX Berlin teil. Und in den englischsprachigen DNX-Podcast findest du unter www.dnxpodcast.com. Last but not least, der DNX Backpack. Der DNX DJ Nomad 35 Backpack ist der Rucksack für alle digitalen Nomaden mit hunderten von Fächern in Handgepäckgröße. Der DNX-Rucksack wurde zusammen mit euch, zusammen mit dir, zusammen mit der DNX-Community entwickelt. Wir haben über 1000 Einsendungen zu unserer Umfrage bekommen, haben über 1,5 Jahre an dem Rucksack entwickelt und jetzt bin ich mega happy über das Ergebnis und will nie mehr ohne meinen DNX-Rucksack in die Welt reisen. Ich bin gerade in Kuala Lumpur auf dem Visa-Run, morgen geht es wieder zurück nach Thailand und der Rucksack ist immer am Start und er ist richtig, richtig geil geworden. Alle Infos zum DNX-Rucksack findest du unter www.dnxshop.de. Und ganz am Ende von dieser Folge möchte ich dich jetzt um einen Gefallen bitten. Du kannst mir am meisten helfen, wenn du jetzt zu iTunes gehst und dort nach Markus Meurer oder DNX Podcast suchst und eine Bewertung zum Podcast hinterlässt. Du kannst auch auf www.dnxpodcast.de/iTunes gehen, dann wirst du direkt auf den Podcast in iTunes weitergeleitet oder du öffnest die Podcast-App im iPhone, gehst unten rechts auf die Lupe, suchst dann nach Markus Meurer oder nach DNX Podcast und dann auf Bewertung abgeben. Schreib mir einfach ein oder zwei Sätze als Feedback zur Show und vielen, vielen Dank jetzt schon mal an dieser Stelle für deine Bewertung, denn deine Bewertung hilft, dass der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird und wir gemeinsam weiter wachsen und noch spannende Gäste und Themen auf den Podcast bekommen. That's it, meine Lieben. Danke für alles. Peace and out. Dein Markus.